Herzlich willkommen im Harz, einem der schönsten Mittelgebirge mitten im Herzen Europas. Er ist genauso von seiner artenreichen Flora und Fauna geprägt wie vom Bergbau. Es gibt dichte Wälder, ebenso wie landwirtschaftlich genutzte Hochflächen, auf denen zum Beispiel das bekannte Harzer Höhenvieh weidet. Es gibt kleine tosende Flüsse, ebenso wie tief eingeschnittene Täler und steile Klippen. Und natürlich gibt es auch die Harzer Schmalspurbahn. Während wir von Wernigerode aus sowohl auf den Brocken hoch als auch quer durch den Harz fahren können, ist der Startbahnhof für eine Fahrt mit der Selketalbahn Quedlinburg. Den Bahnhof Quedlinburg gibt es schon seit 1862 und ja, seitdem steht hier auch das neugotische Empfangsgebäude, das inzwischen unter Denkmalschutz steht. Direkt gegenüber fließt die Bode durch die Stadt und natürlich liegen hinter dem Empfangsgebäude die Gleise, die zu jedem Bahnhof gehören. Entlang von Bahnsteig 1 befinden sich übrigens noch weitere ehemalige Bahngebäude. Hier befinden sich heute verschiedene Ateliers drin, womit die weitere Existenz dieser wunderbaren alten Bauten gesichert ist. Ursprünglich war es schlicht und einfach ein Durchgangsbahnhof. Die meisten Besucher kamen wohl aus Richtung Halberstadt bzw. Magdeburg. Aus der anderen Richtung kam man von Thale nach Quedlinburg. So schlicht blieb der Bahnhof aber nicht lange. 1885 wurde die Strecke zwischen Quedlinburg und Gernrode bzw. Ballenstedt eröffnet und 1908 noch eine weitere Strecke nach Blankenburg. Dazu wurde der Bahnhof umgebaut und erweitert. Leider ist heute vieles schon wieder in Vergessenheit geraten. Schließlich wurde der Personenverkehr auf der Bahnstrecke nach Blankenburg bereits 1969 eingestellt und 1993 auch die Anschlüsse im Stadtgebiet rings um den Bahnhof herum stillgelegt. Und heute? Nun, wenn man genau hinschaut, wird auch jemand, der nicht Bahnfan ist, schnell erkennen, dass wir natürlich auf der Strecke Halberstadt-Thale Normalspur haben, aber am Bahnsteig 3 ein Schmalspurgleis liegt. Natürlich ist die Selketalbahn ebenso wie die Brocken- und Harzquerbahn in Meterspur. Und wie begann nun alles? Schon am 7. August 1887 wurde von der Gernrode-Harzgerode-Eisenbahngesellschaft die Strecke zwischen Gernrode und Mägdesprung nach nicht einmal einem Jahr Bauzeit eröffnet. Damit ist die Selketalbahn die älteste Schmalspurbahn des Harzes und nicht etwa die Brockenbahn. Innerhalb von 5 Jahren wurde die Strecke schrittweise bis Hasselfelde verlängert und war damit gar nicht mehr weit von der Eisfelder Talmühle entfernt. Daher war es nur logisch, dass auch die Selketalbahn 1905 bis genau dahin noch erweitert wurde. Inzwischen fuhren dann auch statt der ursprünglich 3 Dampfloks immerhin 6 Stück und sie alle hatten passende Namen. Gernrode, Harzgerode, Selke, so die ursprünglichen 3 und später wurden noch die Güntersberge, die Alexisbad und die Hasselfelde angeschafft. Allerdings lief es im Laufe der Jahre nicht immer positiv. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs musste die DDR fast das gesamte Fahrzeug- und Gleismaterial als Reparationsleistung abgeben. Es blieben nur die beiden kurzen Abschnitte zwischen Eisfelder Talmühle und Hasselfelde bzw. Herzogsschacht und Strassberg erhalten. Allerdings war die Bedeutung für die lokale Industrie und Wirtschaft
so groß, dass schon im Herbst 1946 der Wiederaufbau zuerst zwischen Gernrode und Lindenberg, heute Strassberg, begann. Wirklich voran ging es dann aber viele Jahre später. Erst 1983 war der Wiederaufbau der Strecke Strassberg-Stiege fertig. Und ein Jahr später konnte der planmäßige Reiseverkehr auch zwischen Hasselfelde und Gernrode wieder aufgenommen werden. Aber wer genau aufgepasst hat, dem ist bestimmt aufgefallen, dass bis jetzt nur von einer Strecke zwischen Gernrode und der Eisfelder Talmühle die Rede war. Quedlinburg war da bis jetzt doch noch gar nicht eingebunden. Andererseits kam man dennoch auch per Bahn von Quedlinburg nach Gernrode, denn schließlich wurde bereits 1885 die Strecke zwischen Quedlinburg und Gernrode bzw. Ballenstedt eröffnet. Diese war allerdings normalspurig und lief weiter bis Frohse. Heute existiert sie allerdings leider nicht mehr, seit 2003 ein Stellwerksbrand den Zugverkehr lahmlegte. Die Strecke Gernrode-Frohse wurde gänzlich abgebaut und die Strecke Gernrode-Quedlinburg den Harzer Schmalspurbahnen übergeben. Diese begannen auch zeitnah mit dem Bau einer neuen Schmalspurverbindung als Ausgleich für die weggefallene Strecke zwischen Quedlinburg und Gernrode. Dazu wurden zwei Varianten diskutiert. Zum einen ein Umbau der vorhandenen Gleise zu drei Schienengleisen und zum anderen eine Umspurung. Entschieden hat man sich letztendlich für Letzteres, weil der Ausbau als drei Schienengleis zu erheblichen Mehrkosten geführt hätte. So wurde nach nicht einmal einer Bauzeit von einem Jahr die 8,5 Kilometer lange Strecke neu eröffnet. Und somit ist die Selketalbahn heute insgesamt 52,3 Kilometer lang. Von Quedlinburg aus führt sie ein Stück durch die Stadt und ermöglicht auch im Stadtteil Quedlinburg-Quarnbeck den Ein- und Ausstieg. Und nach 7,4 Kilometern folgen dann die Halte in Bad Suderode und nach fast 9 Kilometern in Gernrode. Inzwischen hat man dann auch 80 Höhenmeter gewonnen und eine abwechslungsreiche Landschaft durchfahren. Der erste Bahnhof, den wir erreichen, Bad Suderode, ist schon über 125 Jahre alt. Heute aber nur noch ein Haltepunkt. Der rote Klinkerbau des Empfangsgebäudes ist allerdings noch immer sehr gut erhalten, wenn auch in Privatbesitz. Und während die Bezeichnung als Bahnhof Bad Suderode auf den früheren Zustand als nun ja Bahnhof hinweist, kann man heute nur noch ein Gleis befahren. Weitere liegen links und rechts, abgetrennt von der Strecke, aber immer noch dort, wo sie mal lagen, daneben. Der Ort selbst schaut auf eine wesentlich längere Geschichte zurück, denn einen Ort namens Suderode hat man als südliche Rodung von Quedlinburg schon im Jahre 1179 das erste Mal urkundlich erwähnt.
Wenn wir den Bahnhof Gernrode erreichen, können wir rechter Hand die Spuren früherer Bahnblütezeit erspähen. Noch heute liegen hier viele alte Gleise, auf denen teilweise auch altes Rollmaterial steht. Aber auch linker Hand gibt es noch abgetrennte Gleise zu entdecken. Und in der S-Kurve, direkt an der Einfahrt zum Bahnhof, befindet sich eine Ferienwohnung des Freundeskreises Selketalbahn im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Gernrode-Harzgeroder Eisenbahngesellschaft. Von hier hat man einen unschlagbaren Blick auf die Bahnanlagen inklusive Bahnhofsgebäude und Lokschuppen. Das Bahnhofs- bzw. Empfangsgebäude Gernrode ist noch immer im Prinzip im Originalzustand, wie es 1885 für die normalspurige Bahnstrecke Frohse-Quedlinburg gebaut wurde. Sogar im Inneren des Gebäudes sind Schalterraum, Wartesaal und sogar die Gepäckabfertigung noch weitestgehend im Original erhalten. Dahinter geht die Strecke der Selketalbahn wieder eingleisig weiter. Die ehemalige normalspurige Strecke von Quedlinburg nach Ballenstedt und weiter nach Frohse kann vom Bahnhof Gernrode aus übrigens heute zu Fuß oder per Rad entlang der ehemaligen Trasse bis nach Ballenstedt Ost als Bahntrassenradweg erkundet werden. Wenn wir weiterfahren, so kommen wir übrigens nach Osterteich, einem Stausee, und an den beiden Halten Sternhaus Haferfeld sowie Sternhaus Ramberg vorbei, bevor wir nach insgesamt 19,1 Kilometer Mägdesprung erreichen. Ein wohl eher unauffälliger Abschnitt der Strecke liegt zwischen Sternhaus Ramberg und Mägdesprung. Hier fahren wir durch bewaldetes Gebiet und wer aufmerksam ist, dem fällt bestimmt auf, dass es im Gegensatz zum Rest der Strecke hier bergab geht. Das ist aber noch nicht so besonders. Was heraussticht, ist der Anstieg bzw.
das Gefälle. Hier ist mit 40 Promille, das heißt 4% Neigung, der steilste Streckenabschnitt im gesamten Netz der Harzer Schmalspurbahn. Ja, ihr hört richtig, nicht die Brockenbahn, sondern die Selketalbahn hat den steilsten Abschnitt. Die Brockenbahn kommt nur auf etwa 33 Promille maximaler Anstieg. Aber natürlich muss eine Lok auf dem Weg zum Brockenhoch insgesamt deutlich mehr Höhenmeter überwinden. Und was trifft man im Allgemeinen als Rollmaterial an? Nun, im Sommer verlassen bis zu 11 Züge den Bahnhof Quedlinburg, im Winter bis zu 8. Nicht alle fahren allerdings bis zu unserem heutigen Zielbahnhof Stiege. Zahlreiche fahren nur bis Gernrode. Und die gesamte Strecke inklusive Harzgerode und Hasselfelde fährt kein einziger ab. Dafür kann man sowohl Dieseltriebwagen als auch Dampfloks wie die, mit der wir hier gerade fahren, antreffen. Und damit sind wir noch nicht fertig. Ab und an gibt es dann auch noch Sonderzüge zu bestaunen. So fährt zum Beispiel ein dampfbespannter Zug zum Krimi-Dinner nach Harzgerode. Der Bahnhof Mägdesprung ist insbesondere dafür bekannt, dass das Erdgeschoss des Empfangsgebäudes als Werksteinbau errichtet wurde und das Obergeschoss in Fachwerkbauweise. Der angebaute Güterschuppen ist inzwischen leider abgerissen. Dennoch macht das Gebäude auch mit seinem polygonalen Vorbau wirklich etwas her. Hier in Mägdesprung erreichen wir nun auch das Selketal, das der Bahn ihren Namen gegeben hat. Von hier aus geht es langsam weiter bergan, immer entlang der Selke. Und nach nur etwa 1,5 Kilometern erreichen wir den Haltepunkt namens Drahtzug. Hinter diesem interessanten Namen verbirgt sich ein kleiner Ortsteil von Mägdesprung. Den Namen hat der Ort von einer 1787 hier gegründeten Drahtzieherei bekommen. Er liegt auf kleinster Fläche zwischen Selke und den steilen Hängen. Oben gab es einst tatsächlich eine Erzgrube, von der aus das besagte Erz mit Seilförderanlage abtransportiert wurde.
Gegend hier ist bei Wanderern äußerst beliebt. Nicht nur der Selkefall, sondern auch die Luisenklippe mit dem gleichnamigen Luisentempel und der Klostermühlenweg ziehen zahlreiche Wanderer und Ausflügler an. Da kommt man schnell nach Alexisbad hinein. Dieser Bahnhof liegt auch direkt an der Selke und hat 3 Bahnsteiggleise und ein zum Güterschuppen führendes Nebengleis. Dieses ist aber ungenutzt, da schon seit über 30 Jahren kein Güterverkehr hier mehr stattfindet. Dafür sind selbstverständlich die beiden Wasserkräne noch in Betrieb, damit die Dampfloks hier versorgt werden können. Denn ja, natürlich fahren auf dieser Strecke auch Triebwagen, aber das Highlight, insbesondere für die Touristen, ist natürlich eine Fahrt mit einer der Dampflokzüge. Der Bahnhof Alexisbad selbst wurde schon 1888 errichtet und schon ein Jahr später vom Durchgangsbahnhof zum Trennungsbahnhof umgebaut. Das ist auch mit ein Grund, warum der Bahnhof Alexisbad so belebt und interessant ist. Hier gibt es nicht nur die Strecke nach Harzgerode, sondern auch nach Hasselfelde, wobei letztere heute natürlich die längere Strecke ist und Alexisbad Harzgerode eher eine kurze Stichstrecke von 2,9 Kilometern Länge ist. Wir fahren jedoch weiter über Silberhütte in der Tat Richtung Stiege und dann Hasselfelde. Für eine Fahrt nach Harzgerode nehmen wir uns ein andermal Zeit. Wenn wir also Alexisbad verlassen, dann liegt hoch über uns die sogenannte Verlobungsurne. Ein wunderbarer Aussichtspunkt. Entlang der Selke fahren wir durch eine hügelige Landschaft, die mit ihren bewaldeten Hängen ihren ganz eigenen Reiz hier im Harz hat. So erreichen wir nach fast insgesamt 27 Kilometern den Bahnhof Silberhütte. Hier gibt es neben 2 Gleisen in der näheren Umgebung mehrere alte Anschlüsse. Der Ort selbst ist heute ein Ortsteil von Harzgerode und hat seinen Namen tatsächlich von einer alten Silberhütte. Diese wurde schon im Jahr 1440 erwähnt. Der Ort wurde aber erst 1693 gegründet und hatte im Laufe der Jahrhunderte verschiedenste Industriebetriebe ansässig. Von einer Pottaschehütte über eine Schwefelsäurefabrik und eine Seifensiederei bis hin zu einer Pulvermühle, aus der später der VEB Pyrotechnik Silberhütte wurde, heute Rheinmetall Waffe Munition GmbH.
Auch von hier aus verfolgen wir weiter den Lauf der Selke und sind inzwischen von 122 Metern über Normalnull auf 335 gefahren. Und es geht noch weiter langsam bergauf. Nach nur 3,6 Kilometern erreichen wir schon den nächsten Halt. Noch 28 Meter höher gelegen, nämlich den Haltepunkt Strassberg-Glasebach und 500 Meter weiter den Bahnhof Strassberg. Aufgrund seines Alters von über 130 Jahren ist auch er denkmalgeschützt. Wer jetzt jedoch in historischen Unterlagen nachschaut, der wird wohl eher nicht fündig. Denn einst hieß dieser Bahnhof Lindenberg, benannt nach dem Dorf, in dem er lag. Dieses kleine Dorf gehörte damals noch nicht zu Strassberg. Erst nach der Eingemeindung im Jahr 1952 erhielt er den heutigen Namen. Neben dem eigentlichen Empfangsgebäude stehen auch die Nebengebäude und sogar der Bahndamm inklusive der Beschilderung unter Denkmalschutz. Interessanterweise liegt dieser Bahnhof am Ortsrand, während der zuvor erwähnte Haltepunkt Strassberg-Glasebach doch eher zentral gelegen ist. Hier in der Gegend gab es übrigens beim Aufbau der Strecke nie Schwierigkeiten aufgrund des Geländes, aber sehr wohl aufgrund der Besitzverhältnisse, da die Trasse durch Anhalt, durch Preußen und durch Braunschweig verlief. So gehörte zum Beispiel Strassberg zu Anhalt-Dessau, während das Dörfchen Lindenberg zu Preußen gehörte. Bis zum nächsten Halt in Güntersberge, dem letzten Ort im damaligen Fürstentum Anhalt-Dessau, entlang der Strecke sind es weitere 5 Kilometer. Wer während der Fahrt auf den Sonnenstand achtet, dem fällt vielleicht auf, dass wir hier nicht länger Richtung Süden bzw. Südwesten, sondern ab Strassberg nach Nordwesten fahren. Und in Güntersberge angekommen, stellen wir dann auch fest, dass der Bahnhof Güntersberge heute leider nur noch ein Haltepunkt ist. Ja, ursprünglich war er in der Tat ein Bahnhof, als die Strecke 1890 bis hier verlängert wurde. Die weitere Strecke bis Stiege und weiter dann nach Hasselfelde bzw. zur Eisfelder Talmühle, das kam später. Das Bahnhofsgebäude wurde ganz klassisch in Fachwerkbauweise errichtet, aber sehr dekorativ und ist bis heute wunderschön anzusehen. Eine Gastwirtschaft, das heißt ein Restaurant im Gebäude, gab es von Anfang an. Damals gab es auch 2 Hauptgleise und ein zum Güterschuppen und zur Laderampe führendes Nebengleis. Davon ist aber heute nichts mehr erhalten, was den ehemaligen Bahnhof zum Haltepunkt reduziert. Anders sieht es dann beim nächsten Stopp in Friedrichshöhe aus. Hier haben wir noch immer einen Bahnhof. Auf dem Weg dahin passiert man direkt bei der Ausfahrt aus Güntersberge den Bergsee, durch den die Selke fließt. Aber auch dahinter folgt man weiter der Selke. Nach nur 3,5 Kilometern durch bewaldetes Gebiet sind wir dann aber schnell in Friedrichshöhe. Und obwohl wir hier einen Bahnhof per Definition vorliegen haben, gibt es weder am Bahnhof noch in der direkten Umgebung viel zu entdecken. Der Ort liegt Luftlinie etwa 1,5 Kilometer entfernt und hat nicht einmal 50 Einwohner. Und dennoch ist es ein Ort mit Geschichte. Hier wurde immerhin um 1750 an der damaligen Poststraße zwischen Braunschweig und Leipzig ein anhaltisches Nebenzollamt errichtet. Entlang unserer Strecke, nur 800 Meter weiter, gibt es schon den nächsten Haltepunkt, Albrechtshaus. Auch an diesem Haltepunkt gibt es auf den ersten Blick nichts Auffälliges. Das besagte Albrechtshaus war einst eine bekannte Lungenheilstätte, ist aber seit einer furchtbaren Brandstiftung, seit dem Jahr 2013, nur noch eine Ruine, in der aber immerhin
die Zwergfledermaus ihr Zuhause hat. Und ja, hier hatte einst auch die bekannte Stabkirche Stiege ihren ursprünglichen Standort. Inzwischen ist sie aber nach Stiege umgezogen. Bei der weiteren Fahrt passieren wir in einiger Entfernung die Selkequellen. Dahinter erreichen wir die Wasserscheide zwischen Selke und Hassel. Und ja, das deutet natürlich darauf hin, dass es von hier aus wieder bergab geht. Auffällig ist hier die offene Landschaft mit vielen kleinen Bachläufen, Heide und auch landwirtschaftlich genutzten Flächen. Kurz vor Erreichen unseres nächsten und für heute letzten Halts nimmt die Anzahl der Gleise wieder zu. Neben einem Ausweichgleis stößt linker Hand der Anschluss von Eisfelder Talmühle aus kommend zu uns. Direkt danach sind wir auch schon im Bahnhof Stiege. Dieser ist nicht nur deshalb unter Bahnfans so bekannt, weil es ein Trennungsbahnhof ist, in dem sich die Strecke Stiege-Eisfelder Talmühle von der zwischen Stiege und Hasselfelde trennt. Nein. Hier gibt es gleich hinter dem Bahnhof eine Wendeschleife, die 1984 gebaut wurde. Den Bahnhof selbst gibt es seit Dezember 1891, als die Strecke von Güntersberge nach Stiege eingeweiht wurde. Schon wenige Monate später folgte dann noch die Verlängerung der Strecke bis Hasselfelde. Aber erst seit 1905 gibt es auch die Zweigstrecke von Stiege nach Eisfelder Talmühle. Erst damit war die Selketalbahn mit der Harzquerbahn verbunden. Im Bahnhof finden wir hier seit 1983 drei Bahnsteiggleise und ein Ladegleis. Allerdings ist es definitiv die Wendeschleife, die Eisenbahninteressierte anzieht. Dank ihr können Züge, zum Beispiel die von Quedlinburg kommen, ohne die Dampflok umzuspannen, nach Eisfelder Talmühle weiterfahren. An dieser Wendeschleife fährt man allerdings dann vorbei, wenn man nach Hasselfelde fährt. Auch diese Strecke bietet allerlei Wunderbares zum Anschauen. Dazu aber ein andermal mehr.